So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde hier bei Hand Showdown. Ja, heute mal im Duo, heute mal mit dem Imperias. Willkommen, willkommen. Servus. So, und dann gucken wir mal. Wo haben wir denn hier? Die waren im Westen fast, oder? Ja, ja, macht, glaube ich, mehr Sinn. Ist nicht da dran auf jeden Fall. Oh, hier sind direkt erste Schüsse. Na gut, dass du nicht nach Südwesten gehst, aber ist egal. Ja, ne, linke Seite halt. Das üben wir nochmal, ne? Linke Seite halt. Alter, sind hier viele Zombies. Krähen, aufpassen. Okay, dem Haus da. Mal vorsichtig. Der Oko, Viecher im Wasser? Nee. Mal das Wasser gehen. Hier müssen wir direkt schon ein bisschen vorsichtig sein hier. Ah, da von der Richtung kommen. Richtung kommen Schüsse. Hä? Draußen irgendwo. Ah, hier. Oh. Wir sind anscheinend direkt schon beim Boss. Direkt schon ein bisschen vorsichtiger sein. Oh, hier unten, hier unten. Wieder oder? Ja, hier unten war zumindest Bewegung. Oh, hier. Hier gibt es Jäger-EP. 1000. Ein Poster an der Wand. Ja, hier ist irgendwas unter das Wasser gestapft. Soll ich sehen? Ist erstmal unwichtig. Das ist ein Spieler. Scheiße, wo ist der hin? Hab ihn. Hab ihn. Bei mir ist einer. Der ist unter mir, glaube ich. Kannst du mal markieren, wo du den eben tot gemacht hast? Bei mir ist einer. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo er ist. Ich sehe zumindest keinen. Da hinten ist auf jeden Fall ein Zombie, vielleicht hast du den auch gehört. Nee, hier bei mir ist irgendwo was. Ja.
Da ist ein Zombie. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht gehört hast. Der steht immer mal wieder auf und setzt dich hin. Doch, im Wasser. Komm mal dich da ran, du bist viel zu weit weg. Ran hier, go, go. Ich mach mal eins, ich werde den vorsichtshalber mal anzünden. Weil ich nicht weiß, ob das nur einer war. Bin mir nicht sicher, ob das nur der eine war. Okay, jetzt ist das, müssen wir in die andere Richtung. Warten wir ab, bis der tot ist. Ja, können wir, glaube ich. Ansonsten müssen die ja eh pushen. Wenn war echt zu schwierig zu hören, wo hier noch Schritte oder so sind, ey. Aber ich glaube, hier ist, glaube ich, keiner mehr. Der hätte schon längst kommen müssen. Alter, das brennt aber lange. Ja, man muss gucken, wann der ausgebrannt ist. Na, jetzt wird's Feuer weniger. Wenn der weggebrannt ist, kann man davon ausgehen, dass er wirklich alleine war. Sonst macht es keinen Sinn. Ja, jetzt hat's aufgehört. Aber er brennt immer noch so leicht. Jetzt wäre er verbrannt. Hast du schon den Hinweis geholt? Ja. Ja. Hör mal. Okay, hier sind Schüsse. Westen. Fliegen alle, aufpassen. Du gerade durch Glas laufen? Ich bleibe hier gerade. Und natürlich aus mehreren Richtungen hier schon wieder Schüsse. Bei uns ist nochmal ein Hinweis. Ich muss wieder aufpassen. Ah, ich glaube, hier drinnen wird der Boss bestimmt schon sein. Oder? Nee, hier ist nochmal ein Hinweis, okay. Okay, in die Richtung. Geh mal gleich mal in die Richtung. Vielleicht können wir die überraschen. Oh, Koloss. Den umgehen wir mal. Raben. Ja,
erstmal wurscht. Direkt vor uns. Muss man natürlich wieder vorsichtig sein. Enten, aufpassen. Hinten hin müssen wir. Da sind auch viele Raben. Ja. Gehen wir am besten von der anderen Seite ran. Da ist nur ein Zombie. Wir müssen uns wieder aufpassen. Hier kamen große Schüsse wieder, ne? Beim Bus. Hm. Was ist da drinne? Ich habe natürlich jetzt keine Brandbombe mehr. Das ist natürlich. Also ich hätte noch eine Brandbombe. Ja, hast du noch? Das falls wir was verbrennen müssen. Hier mal Eduk gehen, damit wir keine Klimpergeräusche machen. Vorsichtig mal gucken, ob wir vielleicht von unten irgendwie reinkommen. Hier noch ein paar Dollar. Weihnachtsgeschenk. Sind wir schon drinnen oder? Nee, nee, ist noch. Bin ich natürlich nicht sicher, ob man dieses Weihnachtsgeschenkgeräusch gehört hat. Schritte? Die Schritte waren aber draußen, wenn ich mich nicht. Schritte haben sich draußen angehört. Halt die Frage, was wir machen. Ist in diesem Haus, wo Lambert dran steht, das drinne oder? Nee, genau über uns. Ach, über uns in dem Haus. Wobei, nee, nee, das ist doch da hinten. Doch bei Lambert. Wir könnten probieren reinzuschleichen. Hm. Okay. Hier ist irgendeiner Sturm. Hier ist gerade einer draufgegangen. Mal langsam hinterher. Prozent. Das Problem ist, selbst wenn du die Schatten sich nimmst, das hören die ja auch. Hm. Oh, noch einen kleinen Augenblick, bis ich bald zu dir aufgeschlossen habe. Okay, sind mindestens zwei. Das ist bei mir. Ja. Scheiße. Ah, verdammt. Einer ist noch. Hast du ne? Nee.
Links von dir. Duck dich mal, du machst zu viele Schritte. Links, links. Ah, der versucht mich anzuzünden, glaube ich. Links. Rennst du? Nee. Ja, es waren... Ich hab ihn auch nochmal getroffen. Ja, waren Dreier-Teams außer. Waren Dreier. Ja, die haben auf den dritten gewartet. Das waren Dreier-Teams außer. Aber den einen hab ich gut überrascht. Den einen hat ja schon gut überrascht. Das ist immer schwierig. Ich wusste, das ist aber auch kurios. Die waren in der Scheune, aber es hat sich von den Schritten angehört, als ob sie durch über Erdboden gelaufen waren. Darum bin ich erst außen lang gelaufen, weil ich dachte, die waren draußen. Aber das Krasse, scheine keinerlei Geräusche gemacht zu haben. Ich könnte wirklich ungestört da reinschleichen. Ich habe die genau überrascht, als sie mit den Splittern um die Ecke rennen wollten. Einen hat man, glaube ich, erwischt, ja. Ja, einen hat sich geholt. Ah, den werden sie wieder aufgehoben haben. Den werden sie wieder aufgehoben haben. Ja, aber so schnell kann es halt gehen. Das ist immer das Gute, dass man die Wegwerf... die Wegwerfcharaktere nicht großartig so viel verliert. Ja gut, die können... Oh, zwei Jäger. Haben. Zwei Jäger haben wir sogar geholt. Zwei Jäger haben wir sogar eliminiert. Dann habe ich wohl vielleicht eben doch noch so einen weggeknallt, oder? Ja, das kann sein. Aber es steht doch da. Achso. So. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Aber ich werde den mal mitnehmen. Oder der hat den wiederbelebt. Das war nur ein Zweier. Blitzbombe. Geht das bei gekämpft hat eben. Ich werde mal einen Sniper ausprobieren. Na klar, zwei. Ich bin jetzt noch gar nichts. Ja? Kannst du dich erinnern, du hast den einen tot gemacht? Ah, stimmt, zum Anfang. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Und jetzt eben den einen. Ja, stimmt. So, dann brauchen wir erstmal ein Messer. Und dann brauchen wir noch ein Verbandsteil. So Weihnachtsmusik ist so irritierend. Oh, 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 oh. So, da müssen wir mal überlegen. So, die nehmen wir mal mit. Und dann werden wir mal noch eine Brandbombe mitnehmen. So. Denke ich mal, die sieht nicht so schlecht aus. Bin ich mal gespannt mit dem Scharfschützengewehr. Aber ich glaube, das war trotzdem eine gute Taktik, die wir hatten. Auch wenn sie nicht ganz so geklappt hat, weil es einer zu viel war. Aber erstmal abzuwarten und die zu holen, wenn sie auf dem Weg nach Richtung Ausgang waren, war eine gute Idee. Ja, ja. Boah, ich verstehe das nicht. Ich habe ja sogar eine mehr als du. Das war ihm gar nicht mal so schlecht überlegt. Aber bin ich echt mal gespannt, wie lange das dauert, bis man mal halbwegs ungefähr irgendwann mal so ein Niveau hat, dass die Helden mal ein paar Runden hintereinander überleben. Weil gerade wenn man mal die legendären die Helden dann mal spielen will, ne? Wäre natürlich schon nice, wenn die noch ein paar Runden mal leben. Aber ich muss sagen, auch für die geringe Anzahl an Runden, die wir bisher gemacht haben, man kommt langsam aber sicher ein bisschen besser rein, auch was so ein bisschen die Geräuschorientierung angeht. Ich muss sagen, ich glaube, ich werde ein neues Headset brauchen, also das ist nicht so, nicht klein, nicht ganz. Also ich konnte ihm ganz gut einordnen, wo ich bei dir bei Zuschauen war, von wo die kamen. Hatte man eigentlich ganz gut gehört.
Vielleicht hätte ich auch probieren sollen, dich wieder zu beleben, aber... Ja, das Problem ist, ich war mir halt nicht sicher, ob die beiden, die da noch waren, zusammengehört haben oder ob das zwei gegnerische waren. Ich lag halt leider Gottes in sehr offenem Feld da, ne? Diesmal hatte ich zumindest eine Knifte, mit dem ich mich auch gegen Spieler noch wehren konnte, also eine Handfeuerwaffe. Ja. Meine normale Waffe, ne? Aber es dauert halt bei mir zu lange, zwischen den Waffeln zu wechseln. Aber ich muss echt sagen, es macht übelst viel aus, wenn man diese Fähigkeit Fächern hat, dass du aus der Hüfte gleich dein ganzes Magazin entleeren kannst. So, dann gucken wir mal der Richtung. Zwei Bosse wieder, das heißt, es sind wieder mehr Gegner unterwegs. Den mit Feuer kaputt machen? Ja. Dann können wir nämlich gleich danach hier hingehen. Ja. Ich habe ja eine Armbrust, also es müsste normalerweise recht... Ja, aber die Pfeile können wir uns sparen, die können wir auch im Nahkampf killen. Ja, der mit Feuer, der explodiert bloß. Tja. Ich kann sie ja wieder aufsammeln, die Warten Pfeile. Die noch auf Spieler oder was hier los? Zwei Bosse. Tja. Das ist jetzt die Frage. Wir sind noch nicht genug Spieler in der Lobby? Ah, jetzt, okay. Leute mit Bambusleitung wieder unterwegs. Also Deutsche. Hörst du eigentlich, wenn ich den Pfeil aufsammle? Hast du das gehört? Ja. Ah, okay. Also auch da aufpassen, dass das die Geräusche macht. So, wo waren jetzt hier? Der Richtung. Okay, dann müssen wir hier eh durch. Dann müssen wir hier eh durch. Okay, hier in dem Haus drin. Hallo, geil. Machst du einen Zombie-Tod, kommst du an deinen Pfeil nicht mehr ran. Ach, draußen irgendwo. Das war ich. Zombie. Schritte? Zombie gewesen sein, oder? Ja, sieht aus wie ein Zombie. Hast du den Hinweis schon geholt hier? Ja. 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 Ist der Hinweis in der Richtung. Hast du gerade Vision gemacht? Okay. Ja, ja. Oh, hier sind nochmal ein paar Handdollar. Hand oder das jetzt schon mal an. So, okay. Hier durch und dann weiter. Oh, du gehst trotzdem zurück. Naja, was du mitnehmen kannst, kannst du mitnehmen, ne? Kann man den Unterschied machen, nimmt man lieber den sparsameren Charakter, den kostenlosen oder lieber einen mit einem Perk, ja? Wird man eigentlich das Nachladen der Armbrust auch? Ja. Na gut, das muss man ja wissen, ja. Shit. Boah, ich aber noch nicht. Scheint oben zu sein, der Hinweis.
Hinweis ist hier oben irgendwo. Oh. Ja, kann ich mal heilen. Hä? Hier draußen. Oh, scheiße. Hm. Ah, in unserer Richtung kommen wir anscheinend. Ah, die Richtung müssen wir, aus der die Schüsse kommen. Die Richtung müssen wir leider. Das muss ein Hinweis sein. Das ist ein bisschen weiter weg. Aber in der Richtung waren Schüsse, ne? Ja gut, das ist ja logisch, wenn da ein Boss Hunde, ist. Hier sind Hunde aktiv. Und auf jeden Fall viele Leichen. Ja, das ist immer... Zombies. Die Richtung. Die Richtung da hinten irgendwo. Oh, scheiße, Enten. Müssen wir ein bisschen rumgehen. Schüsse, okay. Natürlich ist scheiße, dass die Schüsse genau aus der anderen Richtung kommen. Ne? Okay. Großkalibrige Schüsse. Irgendwo aus der Richtung. Was ist auf jeden Fall vor uns? Da wo die Marker passt? Nee. Hier wahrscheinlich oben in dieser Kirche, wa? Ja. Oh, ich glaube, ich habe da einen Spieler gesehen. Ich glaube, ich habe da gerade einen Spieler gesehen. Wir werden uns erstmal ranarbeiten. Shit. Na, jetzt kriegen wir natürlich nicht so. Probier mal, ob ich so vielleicht vorhin noch kriege. Shit. Also ich weiß nicht, ob es ein Bug war, also ich habe hier eben gerade was gesehen, also durch die Wand. Kann natürlich sein, dass das ein Bug war. Ah, also scheiße, diese scheiß Vergiftung muss aufhören. Jetzt. Hast du keine Spritze? Ja, die will ich mir aber aufheben. Ja, die wollte ich aufheben. Ich habe Verbandskasten aus meinem... Da wo ich den Marker gesetzt habe, da ging gerade irgendwas durch die Wand. Naja, das sind Spieler gerade gewesen. Bei mir hatte der hier jemand.
Shit. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Der ist da, wo ich den Marker habe. Shit. Scheiße. Ah, Dreck. Gut, nee. Mhm. War er auf jeden Fall die ganze Zeit. Ja. Ah, ich sehe ihn. Naja, das Problem ist, die treffen man nicht. Die sehen einen, aber man sieht die nicht. Oh, einmal Treffer. Wo? Oh. Der war aber eben hier auf dem Dach. Hier so. Hä? Oh, er hat mich. Der hat mich. Scheiße. Distanz zum Killer 77. Das wird der bestimmt gewesen sein. Der wird bestimmt da rein. Kadaver-Schmuggler. Ja, ich sehe ihn. Scheiße. Ah, verdammt. Probier dich zu heilen. Kann ich nicht mehr. Ich hab alles aufgebaut, was ich hatte. Muss ich warten, dass ich das so geheilt kriege. Ah, scheiße. Ich muss erstmal auf Distanz. Tankmanöver. Ich glaube, ich alleine muss den einen Balken auffüllen, ne? Ja. Ah, shit. Aber auch. Ah, ja, genau. In dem Moment wollte ich ihn holen. Naja, ich wurde von dem Hentai gekillt. Er ist so schwierig einzuschätzen, weil man sieht sie einmal kurz, ne, und wenn es halt zwei sind, die könnte ich halt auch umlaufen. Das ist halt der Punkt. Ja, aber so geht's halt auch mal. Man kann nicht immer nur gewinnen, ne? Das seien die Verlierer. Ja, ist immer schwierig. Wie gesagt, gerade bei den beim Setup mit den Range-Waffen muss man sich halt wirklich dolle koordinieren irgendwie. Kreuzfeuer legen, dass man halt nach Möglichkeit in einem Winkel irgendwo hinter einer Deckung schießen kann. Wir hatten halt das Problem, wir waren beide auf der gleichen Seite, ne? Dadurch brauchte der immer bloß schießen, wieder hinter Deckung gehen, wieder schießen. So, gucken wir mal noch, was wir gekriegt haben. Naja, und trotzdem ganz gut Ausbeute gemacht. So, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Wir zahlen immer noch Lehrgeld, man merkt es, denke ich, ganz gut. Aber wie gesagt, das gehört halt auch dazu. Wir müssen uns halt noch ein bisschen eintrainieren. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es hier weitergeht bei Hand Showdown. Bis dahin, immer schön gesund bleiben und ciao, ciao. Tschüss.